Hallo und herzlich willkommen zum Unboxing-Video des Antenne 1 Kaffeebechers. Das ist was ganz Neues, was ganz Besonderes, was ich euch heute vorstellen möchte. Und wir haben hier so ein Exemplar heute in die Redaktion bekommen. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir wollen mal gucken, wie sich dieser Becher anfühlt und was dabei zu beachten ist, was das für ein Modell ist. Es ist die Version 1.0, die hier zu uns in die Redaktion gekommen ist und ist ganz sicher verpackt und auch hier schon hochwertig, ja, und gut eingepackt, damit natürlich das edle Gefäß auch gut ankommt. Sieht gut aus in Apple Weiß in der Version 1.0. Der Becher selbst aus feinstem Steinzeug, das merkt man gleich, wertig und schwer, nochmal gut in bestimmt recycelbarem PVC verpackt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da muss man sagen, das fühlt sich richtig gut an, es sieht richtig gut aus und der Hersteller, der geht ja auch ganz neue Wege. Also wir kommen komplett ohne Gorilla-Glas aus, sondern es ist eine Art Porzellan. Und auch vom Display her, toll, vierfarbig, Natur-HD, ja, also je nach Sehstärke. Und das Besondere an diesem Becher ist das Betriebssystem. Der Becher läuft mit der Krönung genauso wie mit Wasser oder mit Milch. Er ist doppelwandig, das sieht man hier unten nochmal ganz toll. Das heißt, er hält kaltes kalt und warmes warm. Ist allerdings, gut, das soll an ihr verschlossen bleiben, hier zu sehen, ne, die Doppelwandigkeit des Bechers, wirklich eine klasse Sache. Nachteil bei dem Becher, das kennen wir von vielen hochpreisigen Produkten, der Speicher ist nicht erweiterbar, das heißt kein SD- oder Micro-SD-Slot, deshalb maximaler Speicher 250 Milliliter. Und der Becher kommt ohne Headset und auch ohne Ladekabel, aber das wäre ja sonst auch Stuss. Und er ist nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen bei dem sympathischen Abendmoderator bei Antenne 1 in der Spätschicht.